Die Zahlen von Nvidia, so hat es an der Wall Street immer wieder geheißen, sind das wichtigste Ereignis vielleicht sogar in den letzten Jahren, denn daran hängt, ob diese ganze KI-Euphorie wirklich berechtigt ist oder eben enttäuscht wird. Und was ist passiert? Die Zahlen von Nvidia haben eher enttäuscht, was vor allem die weiteren Aussichten angeht. Auch der Umsatz mit genau 30 Milliarden jetzt auch nicht so wirklich bombastisch. Natürlich gute Zahlen, brauchen wir gar nicht reden, aber in Anbetracht eben der Erwartungen war das doch eher am unteren Ende, aber dennoch, was passiert? Nvidia fällt, aber der Nasdaq steigt, ist der stärkste Index und das sowohl Nvidia fällt und die Zahlen doch eher enttäuscht haben. Das ist eine bestimmte Form des Humors. Man sieht an der Wall Street, dass alle Analysten die Aktie jetzt wieder hochstufen nach den Zahlen. Man will offenkundig das Narrativ nicht verlieren, denn mit diesem Narrativ hat die Wall Street natürlich ein wunderbares Verkaufsargument an die Kundenschaft, letztendlich ein Ambiente, in dem die Leute euphorisch bleiben können und sagen Hurra. Und dann hat man hier heute ein neues Motiv gehabt, warum Aktien denn steigen müssten. Das war die Revision des BIPs, also die zweite Veröffentlichung des US-BIPs aus dem zweiten Quartal. Und siehe da, die ist höher ausgefallen, weil da eine Wunderkomponente, nämlich der persönliche Konsum, so massiv gestiegen ist, wie es wohl noch nie passiert ist. Das hat so ein bisschen das Geschmäckle der US-Arbeitsmarktdaten, wo man dann plötzlich feststellt, naja, diese Stellen waren gar nicht da. Jetzt hat man festgestellt, oh, der Konsum war ja viel, viel besser, als wir zunächst erwartet hatten. Wenn Sie sich mal Daten aus Europa oder auch vor allem Deutschland anschauen, Sie sehen solche Revisionen niemals. Das zeigt, dass da irgendwie mit dem Zahlenwerk, naja, ich will nicht sagen, was nicht stimmt, aber dass diese Ungenauigkeiten so groß sind, dass man schon fragen muss, wie valide sind diese Statistiken. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das nochmal. Also, the most important tech earnings in years sollten es sein und wurden es auch. Wir sehen, dass die Aktie von Nvidia ja wirklich immer größeren Einfluss auf den S&P 500 hat. Hier sehen wir diese massiven Ausschläge, die alleine durch Nvidia kommen. Aber was passiert? Nvidia im Minus, aber Nasdaq 100 mit Abstand der stärkste Index heute, also die großen Tech-Werte sind es, die Volatilität, also der VIX zweistellig im Minus, hurra, und wir sehen Microsoft, vor allem Apple, Google, Meta, Amazon, Tesla, alles dick grün, nur Nvidia eben nicht. Apple, weil der Konzern die Hoffnung hat, dass weil jetzt irgendwelche KI-Features möglicherweise im iPhone drin sein werden, dass man dann viel mehr verkaufen wird. Microsoft steigt, weil es möglich ist. Nvidia also der einzige Verlierer sozusagen. Und hier sehen wir mal Morgan Stanley, Bernstein, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan. Also nicht nur Nebenhäuser, sondern wirklich die Dickfische, die haben alle ihre Kursziele nach oben genommen. Warum? Aber fällt dann die Aktie, muss man fragen, und vor allem vor dem Hintergrund, dass eben Nvidia mal ganz sportlich mit dem 40-fachen des Umsatzes bewertet ist, müssen also um und bei 40 Jahre praktisch Umsatz machen, um das zu rechtfertigen. Microsoft 12,5, Apple 9,1, und die sind ja auch alles andere als billig, also da macht es natürlich Sinn, die Aktie nach oben zu stufen, so wie es lange Zeit auch die Analysten mit Supermicro Computer gemacht haben, die ja gestern unter Druck kamen, weil sie gesagt haben, mit den Zahlen, da haben wir irgendwie ein kleines Problemchen. Soweit ich gesehen habe, sind die heute wieder gestiegen, aber eine Großbank hat jetzt gesagt, also wir senken unser Kursziel maßgeblich, dazu gleich noch mehr. Und hier haben wir diese Headline von Bloomberg, die das auf den Punkt bringt. The stock traders look past Nvidia after solid US GDP. Also gut, ja, was interessiert uns Nvidia, die wir gestern noch und in den letzten Tagen als das wichtigste Ereignis in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erklärt haben. Wir haben doch eine Zweitveröffentlichung des BIPs, nach der normalerweise nicht mal ein Hahn kräht, aber dann nehmen wir eben das, und hier heißt es in einer Headline, Bizarre Surge in Personal Consumption. Das ist nämlich plötzlich gestiegen von 2,3 in der ersten Veröffentlichung auf jetzt 2,9. Das ist sehr, sehr sportlich. Das ist in der Summe eine sechsfache Sigma-Abweichung, also ein Ereignis, was statistisch eigentlich gar nicht vorkommen kann, praktisch nicht vorkommt, aber in den USA ist es mittels der Statistik absolut möglich, und das vor dem Hintergrund, dass heute etwa Dollar General gesagt hat, wir haben ein Riesenproblem, wir senken unseren Ausblick
weil eben die Konsumenten financially constrained seien, also finanziell angeschlagen seien, vor allem wahrscheinlich das untere Ende der Konsumenten. Andere sehen besser aus, eine Walmart und so, die hier sich besser halten. Aber wir hören doch schon lange oder jetzt seit Wochen eigentlich, dass der Konsument offenkundig zurückhaltend ist. Das haben uns viele Unternehmen aus dem Einzelhandel ja relativ deutlich gesagt. Aber hier sehen wir auch mal die Zinserwartungen. Normalerweise jetzt nicht gerade dann die Steilvorlage, dass die Zinsen im September um 0,5% sinken, aber immer noch über ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass es dennoch passiert, auch nach den Zahlen. Also entweder mit den Zahlen stimmt was nicht, oder es ist eben so, dass wenn die Zahlen stimmen sollten, dann passt die Erwartung irgendwie nicht so ganz sinkender Zinsen, also zumindest so schnell und so stark sinkender Zinsen, wenn diese Daten wirklich den Realitäten entsprechen würden. Und das bringt auch dieser Kommentar hier auf den Punkt, also angesichts dieser Zahlen macht es eigentlich nicht viel Sinn zu erwarten, dass jetzt die Zinsen um 2% innerhalb der nächsten 12 Monate sinken, aber das will heute keiner hören, denn es geht ja darum, sozusagen diese Nvidia-Schmach ein bisschen auszuradieren und eine bestimmte Narrative irgendwie oben zu halten. Und das gelingt. Wir sehen hier die Privatinvestoren, die zu über 50% nach wie vor bullish sind. Wir haben jetzt hier auch wenig Änderung bei den Vermögensverwaltern NAAIM Exposure, nach wie vor bei 81,34%. Also die haben sogar ein bisschen aufgestockt jetzt zur letzten Woche. Die Stimmung ist gut, und was ich heute sehr interessant fand, ein Artikel in der Welt, offenkundig basierend auf den Untersuchungen zu diesem Trump-Attentat, dass der Attentäter wohl auch sehr genau geguckt hat, wo Biden auftritt. Also möglicherweise ging es dem gar nicht um Trump, sondern der hätte auch Biden erschossen. Das zumindest jetzt die These. Jetzt werden Trump-Anhänger sagen, alles totaler Quatsch. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es gibt eben Leute, die irgendetwas anstellen wollen, um irgendwie vielleicht mal in Erscheinung zu treten. Das kann man ja grundsätzlich nicht ausschließen. Und unser lieber DAX hat ein Allzeithoch erreicht. Und das ist sehr, sehr sportlich angesichts einer Wirtschaft, die nicht wirklich läuft, angesichts einer Politik, die nicht wirklich funktioniert. So hat man den Eindruck, wir haben es heute geschafft. Es wird begründet, ja, es gibt eine gewisse Euphorie wegen sinkender Zinsen. Und wir hatten heute, der DAX ist allerdings schon vorher gestiegen, heute dann um 14 Uhr die deutschen Inflationszahlen. 1,9%, das ist das erste Mal seit März 2021. Die Inflation mäßigt sich also, was ja nicht heißt, dass die Preise fallen, sondern der Anstieg der Preise verlangsamt sich. Hier sehen wir, dass tatsächlich im August jetzt die Preise minus 0,1% einmal gefallen sind, aber in der Summe sind wir eben noch 1,9% höher. Das ist ein Beleg eben auch für die Schwäche der deutschen Wirtschaft, wo eben die Leute nicht so konsumieren und die Firmen dementsprechend die Preise nicht so diktieren können wie vielleicht in den USA. Dort hier mal ein Vergleich der verschiedenen Indizes. Der S&P 500 seit dem Jahr 2000 fast versechsfacht, der DAX verdreifacht, der SMI, also der Schweizer Index, fast verfünffacht. Nur der Kakeron ist schwächer als der DAX und der italienische MIB 40. Die haben das Ganze nicht geschafft. Der spanische IBEX ist ein bisschen stärker noch als der DAX. Und wenn man sagt, naja gut, DAX sind ja Weltkonzerne oder Konzerne, die vor allem mit der Welt zu tun haben, stimmt. Aber sie haben immerhin 18% Geschäft in Deutschland, 24% in der Eurozone, 15% in China. Also alles Regionen, wo es jetzt nicht so super prickelnd läuft. UK dann noch ein bisschen und dann vor allem USA. Also da muss man sich schon fragen, naja, ist das wirklich hier so eine logische Geschichte, die da stattfindet, und dass die Wirtschaft weiter nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa Probleme bekommt. Da ist zunächst mal der Faktor Demografie, schwächt Investitions-, Innovationskraft, Technologieentwicklung, die hier nicht stattfindet, weil wir alles überregulieren. Dann haben wir eine fast schon planwirtschaftliche Wirtschaftspolitik. Wir haben eine grüne Ideologie, die sozusagen viel mehr Wert legt auf CO2-Freiheit als auf wirtschaftliche Freiheit, also auf Wachstum der Wirtschaft. Und der globale Wettbewerb, der wird härter. Das sehen wir jetzt mit den chinesischen Autos, die hier nach Europa drängen. Und das hier mal beispielhaft hier
eine Analyse, die zeigt, hätte Deutschland die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet, dann würde man 600 Milliarden Euro einsparen können oder hätte man 600 Euro eingespart und hätte gleichzeitig 73% weniger CO2-Emissionen, also das, was wir ja gerade verhindern wollten, oder ich sag mal bestimmte Kreise verhindern wollten, nämlich, dass die CO2-Emissionen ansteigen. Genau das ist passiert. Wir haben also viel mehr CO2-Emissionen, eine schwächere Wirtschaft. All das ist eine Kombi, die natürlich wirklich herausragend klug ist, muss man sagen. Und dass das deutsche Geschäftsmodell nicht funktioniert, sehen wir hier etwa bei den Strompreisen, respektive wie verhält sich der Stromhandel. Wir exportieren dann Strom, wenn er günstig ist, beziehungsweise vielleicht sogar negativ ist, weil wenn die Sonne scheint, haben wir zu viel Strom oder der Wind stark weht. Also müssen wir exportieren, weil wir das Zeug nicht speichern können. Und wenn wir es zu wenig haben, müssen wir zu hohen Strompreisen einkaufen. Diese Grafik belegt das nochmal, wird ja von manchen bestritten, aber ist ein ziemlich klarer Beleg. Die stammt nämlich auch von der Bundesnetzagentur, also nicht von irgendwelchen Leuten, die da verdächtig sein könnten, sondern von den Ermittlern der Daten selbst. Der Chef der Bundesnetzagentur ist auch ein Grüner. Und diese planwirtschaftliche Politik insgesamt oder diese zunehmend planwirtschaftliche Politik, die zeigt sich oder deren Konsequenzen zeigt sich jetzt in Holland beispielsweise. Hier hatten wir auch Preisdeckel, die eingeführt wurden. Das ist ja das, was Kamala Harris so ein bisschen vorschlägt. Und bums, was passiert? Erstaunlicherweise gibt es einen zunehmenden Mangel an Wohnungen, weil für viele Eigentümer, für viele Vermieter die ganze Geschichte nicht mehr im Verhältnis steht. Das Risiko, etwas zu vermieten, dass der Mieter nicht zahlt, etc., Sachen kaputt gehen, steht nicht mehr im Verhältnis zu den Mieten, die man erzielen kann. Also sagen sich manche eben, dann vermiete ich eben nicht, stelle das nicht zur Verfügung und das ist die Konsequenz. Schauen wir uns mal an, welche Konsequenzen diese Abstufung oder diese Einschätzung von Supermicrocomputer haben wird. Das ist ein sehr interessanter Artikel. Warum sind die so skeptisch? Ein einziges Analysehaus, wie gesagt, war vorher skeptisch. Diese Skepsis wird sich ja bestätigen. Warum, wieso, weshalb? In diesem Artikel erste Empfehlung und die zweite Empfehlung hier nochmal. Warum stufen die Analysehäuser jetzt Nvidia hoch? Ich glaube, das tiefere Motiv ist wahrscheinlich, hey, wir müssen dieses Narrativ halten, sonst haben wir ein Problem. Das ist also die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.